Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin Mr. Katafi, euer ragendes Kaninchen. Und ich kann euch sagen, das wird heute nicht besser werden. Wie beim letzten Mal, denn heute wollen wir beginnen, die Monorails anzuschließen. Also das heißt, wir wollen hier einen großen Kreis bauen. Und das Problem an Monorails ist, wie ihr hier schon seht, brauchen die ebenfalls Platz. Und der ist immer oberirdisch. Das heißt, es ist unmöglich, diese unter die Erde zu legen. Nicht so wie bei den Szenen, die unter den Straßen, wie wir das gerne mal gemacht hatten, dass wir das so ein bisschen unterirdisch versteckt haben. Das geht hier leider gar nicht. Und das wird uns heute sehr, sehr viel Spaß bereiten. So viel kann ich schon mal versprechen. Und das wird heute gemacht, und dann bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen, ob das funktioniert, ob wir hier einen vernünftigen Kreis aufbauen können, der dann die ganzen Stationen miteinander verbindet. Wobei, das ist jetzt der innere Kreis, den ich hier gerade aufbaue, ne? Das heißt, ich muss nach da oben. Dann gehen wir aber durch die... Der Ort ist bereits belegt. Achso, warte mal. So. Dann gehen wir hier hoch. Und dann gehen wir hier nämlich durch die beiden einfach hindurch. Geht das nicht? Wieso? Was ist denn da? Wieso sollten das nicht gehen? Da kann ich einfach drüber bauen. Hä? Ach du Schande. Ah, so drüber bauen. Okay. Jo. Da war diese... Ach du Kacke. Ja, und jetzt geht's los. Wie machen wir denn das? Da müsste ich eigentlich hier... Hier so hoch, ne? Oh, das ist ja hässlich. Das ist ja richtig hässlich, aber das wird jetzt wohl passieren. Das werden wir jetzt wohl machen müssen. Wir werden hier Gebiete entsprechend ein bisschen einschränken müssen. So, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir von dort an den... Müssen wir hoch zum Flughafen. Dort geht's jetzt hin. Gucken wir mal, kriegen wir das hin, hier eine Position zu finden. Ich könnte nach dort. Und ich könnte nach hier. Okay, geht. Sehr gut. Dann hier hoch. Mal gucken, da reißen wir natürlich jetzt die Kabel ab. Und das kriegen wir auch nicht wieder hin. Ist das wichtig? Das Kabel ist nicht wichtig. Das heißt, das können wir wegmachen. Denn... Hier geht einmal Strom rum, der geht nach hier und dann geht er hier wieder hoch. Und dann geht er auch an die Verbindung, das funktioniert. Da müssen wir, irgendwie unterirdische Stromtrassen legen können. Das wäre irgendwie gut, wenn das möglich wäre, aber ich glaube, das geht in diesem Spiel nicht. Und deswegen müssen wir damit leben, was wir hier haben. So, hier hoch, am Flughafen entlang. So. Und nach dort. Dann von hier geht es an die Zähnchen. Oh Gott, das wird jetzt ja lustig. Da müssen wir, glaube ich, über die... Gucken, ob wir hier rüberkommen. Kommen wir. Sehr gut. So. Oh, stimmt. Wir haben die noch gar nicht an die Zähnchen gebaut. Das wollte ich noch machen. Das hatte ich noch gar nicht gemacht. Da war ich jetzt schon im Kopf einen Schritt weiter. So kann es gehen. Ich hatte ja, wollte ja einen inneren und äußeren Kreis bauen und das habe ich immer nicht gemacht. Hier an der Stelle gerade. Tschüss, 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 Katafi. So. Dann müssen wir hier noch die U-Bahn entsprechend anpassen. Und das ist eigentlich das Schöne jetzt an diesem, dass wir jetzt gleich da auch noch ein bisschen die
U-Bahn erweitern können. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Friedhof ist voll. Das ist nicht so gut. Warte mal. Passt. Okay. Das werden wir nämlich auch noch machen. Wir werden die Station natürlich anschließen. Also, die wir dort jetzt bauen, die werden an das U-Bahn-System immer angeschlossen. So. Hier hin. Oh, falsch. Da muss man hin. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das war hier. Entlangkommen. So. Und hier hoch. Dass wir möglichst wenig dieser Gebiete, dieser Wohngebiete und Gewerbegebiete zerstören. Das wäre mir halt sehr, sehr lieb. Okay. Damit hätten wir den Anschluss. Jetzt wird es natürlich... Oh. Oh. Ich sehe, wir werden das Ganze anders bauen müssen, als ich das geplant hatte. Habe ich hier... Ich auch erst einen, ne? Oh. Das ist natürlich eher ungut. Dann werden wir um... Ja, Planung und sowas. Planung ist das halbe Leben. Ich lebe das andere. Ich lebe die andere Hälfte. So. Hier runter. Komme ich hier über die... Nee, ne? Guck mal, da könnten wir... Warte mal. Komme ich denn hier rüber? Nee, ne? Nee. Über die... Ich müsste hier rüber. Dann reißen wir aber den Strom ab. Das ist aber erstmal okay. Das können wir erstmal machen. Hä? So. Dann Strom erstmal wieder einkriegen. Sonst hat da irgendjemand bald ein Stromproblem. Ups. Wir werden es... Nein. Wir werden es leider nicht hinbekommen, zwei Linien zu haben. Wir werden uns auf eine spezialisieren müssen. Es wird nur eine werden, wenn ich das richtig sehe gerade. What? Kacke. Warte, machen wir das anders. Kommen wir von hier, hier rüber? Von hier? Hier kommen wir hier rüber, okay. Dann wird die hier abgerissen. So, denn ich krieg sonst keinen vernünftigen Kreis hin, wenn ich das gerade richtig sehe. Oh, das bereits belegt, bist du doof? Hä, wieso ist denn der Ort bereits belegt? Hä? So. Denn ich hätte jetzt ja gesagt, ich gehe hier entlang. Oh, okay. That's not good. Und kriege dann irgendwie... Also, das in meinem Gedanken versteht. Also, mein Plan war, dass ich hier einen Kreis baue, der dann im Inneren rumgeht. Aber dann müsste ich von hier, hier hoch. Dann müsste ich eigentlich hier rum, hier hoch, da entlang. Das funktioniert. Das funktioniert. Warte, das kriegen wir hin. Das kriegen wir sogar hin. Das heißt, wir müssen... das hier wieder wegmachen. Vielleicht ein bisschen schöner einfach. Ja, ich habe es euch ja angekündigt. Wir werden heute noch das Kaninchen Rachel sehen und das wird auch noch passieren. Keine Sorge. Das wird noch passieren aufgrund dieser...
diesem Unsinn hier. Dann können wir aber hier das Gewerbegebiet wieder ergänzen. Also. Das heißt, auch das hier ist ein... ohne Not. Ich weiß nicht, was ich da gerade immer wieder abreiße. Ich habe das Gefühl, ich reiße dort gerade... ah, die können wir lassen. Fährenwege ab. Ja, habe ich auch gemacht. Sehr gut. Warum auch immer Fährenwege davon betroffen sein können. Ah ja, whatever. Gut, das steht. Jetzt geht es weiter mit dem Monument. Also, wir gehen von hier... hier entlang, hier hoch und nach dort. Dann müssen wir hier die Stromtrasse wieder neu legen. So. Dann sind wir dort angeschlossen. Von hier geht es dann... hier entlang. Hier rum. Hier, über den Fußweg. An den Möhrchen vorbei. Hier. Haben wir auch gleich noch eine schöne Sightseeing-Tour, die wir hier aufbauen. So, dann geht es hier hinüber. Okay, das funktioniert so nicht. Egal. Nach hier, hier rüber. Okay, das wird natürlich jetzt richtig scheiße. So. Und dann kriegen wir nämlich doch einen kleinen Kreislauf hin. Dann müssen wir hier zwar irgendwie... hier... auf nach Neverwinter. Ach ja, die. Oh Gott. Ah, eine ganz besondere Fahrt, die wir hier aufbauen. Warte mal, war das so? Müssen wir. Wo waren hier die. Ach, da hatte ich noch keine zweite gebaut, ne? Da wollte ich auch noch eine hinbauen. Wo wollte ich die denn hinbauen? Möglichst. Da werde ich es nicht. Hier werde ich keine hinbekommen. Nee, hier werde ich keine hinbekommen. Hier könnten wir mit etwas Glück dort eine hinbekommen. Wir könnten die aber nach dort bauen. Oder hier hin. Ich glaube, hier ist eigentlich sogar ein bisschen cooler. Oder hier vorne hin. Dass wir dann übers Wasser gehen. Nee, wir gehen nicht übers Wasser. Nee, nee, nee. Wir gehen nach hier oben. Auch nicht. Okay. Nach da könnten wir. Aber das wird... wir gehen nach da. Das bedeutet für uns, wir müssen nämlich nicht so weit... ich hoffe, wir kommen über diesen... jawoll, kommen wir. Sehr gut. Dann... oh, das bleibt belegt. Müssen wir... hä? Hier über die Straße, aber irgendwie will er nicht über die Straße gehen. Hier über die Straße. Hier über die Straße. Hier über die Straße. Und das geht ja nicht mehr. Okay. Wieso bin ich denn so weit oben? Meine Fresse. Ach, weil ich über den Damm gegangen bin und dann aber nicht weiter runtergegangen bin. So.
Man kann nämlich trotzdem keine Gebäude drunter setzen, deswegen macht es gar keinen Unterschied, ob ich das jetzt sehr hoch oder sehr, also sehr flach oder danach sehr weit oben baue. Da drüben kriegen wir es eh nicht hin, das heißt, wir gehen jetzt gleich hier hoch. Über die Mauer und wieder runter. Und dann gehen wir nach hier. Über die Straße. Und dann haben wir ja hier schon den Anschluss gebaut. Diesen müssen wir nochmal anpassen. So. Okay, damit sind wir jetzt. Was ist hiermit? Habe ich dich nicht schon? Doch, habe ich. Gut. Also jetzt sind wir bei dem Flughafen. Und von hier gehen wir dann über diese Straße. Hier entlang. An die... Shit. Und da kommen wir nicht drum, ne? Doch, kommen wir. Jawoll! Cool. Nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. So, jetzt können wir hier hochgehen. Das Auge wird an den äußeren Bereich angeschlossen. Hier haben wir dort oben einen. Da hätte ich aber auch noch gerne einen zweiten. Weiß ich noch nicht, wohin. So, dass es uns nicht die ganze Landschaft zerschießt, wenn ich jetzt hier wieder eine neue Straße bauen müsste oder so. Wenn ich könnte es hier hinbauen, dann müsste der Botanische Garten weichen. Der Botanische Garten könnte nach hier drüben weichen. Und dann müssten wir diese Haltestelle umbauen. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil da haben wir die ja hier. So. Genau. So, dann gehen wir nach dort. Jetzt müssen wir die nur hier... was? Haltestelle ziehen. So, damit haben wir das angeschlossen. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier wieder die Lücken schließen. Das hier wird definitiv zu laut sein, das Gebiet. Da kann ich drauf wetten. So, dann haben wir da auch einen zweiten Anschluss. Und dann können wir jetzt... an dem Anschluss da oben natürlich vorbeigehen, was natürlich ein bisschen unschön ist, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt haben wir hier den Strom wieder abgerissen. Nach oben, rüber, nach da, so. Und dann können wir jetzt nämlich hier über die Straßen, theoretisch, theopraktisch. Oder auch nicht, denn ich habe hier einen... Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Komme ich so drüber? Ja, komme ich. Warte, da. Sehr gut. Und dann geht es hier rum da dran. Sehr gut. Oh, da habe ich auch den Strom abgerissen. Das ist nicht gut. Dann bauen wir den Strom durch wieder dran. Und jetzt können wir von hier... Warte mal, das ist der innere Bereich, genau. Von hier weitergehen. Na... Ich müsste dorthin. Okay. Was bedeutet, wir gehen hier hinüber? Komm ich, warte mal, da war gerade ein Punkt, wo es ging. Da war ein Punkt war da gerade. Da ging es doch gerade. Da war's. Hier ging es irgendwo. Ah, Gott, Gott. So. Dann können wir hier hinüber.
So. Über diese Straße hinüber. Theoretisch. Praktisch geht es das mit den nicht bekannten Gründen. Ach, weil die nach oben geht, die Straße. Weil die... Weil wir hier natürlich diese Höhen, diese verschiedenen Höhenverschiebungen haben, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Hier ist das Gefälle zu steil. Jetzt müssen wir viel früher anfangen, die Höhe zu überwinden, die hier entstanden ist. So. So. Und dort dran. Sehr gut. Dann gehen wir von hier runter und das wär's. Genau. Jetzt muss man von hier nur irgendwie gehe ich durch die. Da gehe ich durch die beiden Erdbeeren. Durch die beiden Möhrchen durch. So, hier rüber. So. Ach, das ist wieder ein Höhenproblem. Hätte ich dann denken müssen, wir haben ja hier generell eher zu viel Höhendifferenz. Also, gleich nach oben. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Und dann können wir jetzt hier hindurch gehen. Geht das? Kommen wir hier irgendwie... Ja, warte mal, da ging es gerade. Na? Na? War's doch gerade. Hier war doch ein Punkt. So. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie an den Stromtrassen auch... Oh, warte mal, da? Da können wir sogar an den Stromtrassen vorbei. Hä? So. So. Halt. So. Hier runter. Das sehe ich gerade nicht so. Wie kommen wir denn... wie mache ich das denn? Komm ich... Geht das? Alter Mono, jetzt haben wir aber richtig kurze oder richtig kleine Kurvenlagen, die wir hier aufnehmen können. Freut mich ein bisschen. Gut, das heißt, wir haben diese Monorail-Linie soweit da. Das heißt, wir können jetzt sagen, von hier fährt sie nach hier. Dann nach hier. Dann nach hier. Zum Hauptbahnhof, zum Flughafen. An die Zähnchen des Killerkaninchens rüber nach Neverwinter. Von dort nach Bo. Von Bo aus fährt sie rüber zum nach Rostock. Von Rostock fährt sie runter zum zu den Zwergkaninchen und dann ist der Kreislauf geschlossen, aber hier ist der Strom zerstört. Warum? Ihr habt doch da... Ach, ich habe noch nicht Leerzeichen gedrückt, damit das wieder losgeht, ne? Deswegen haben wir hier keinen Strom. Aber ich möchte gerne... eine zweite Kabelverbindung haben für Notfälle. Na los, bind dich an. Sehr gut. Damit ist die erste Monorail-Strecke angeschlossen. Und was wir jetzt auch noch machen ist, wir fangen jetzt an, diese Monorail-Strecken... Nein, das wollte ich nicht. ...an die U-Bahn-Netze anzubinden. Soweit wir es noch nicht getan haben. Denn hier hab... Nee. Na, warte, Haltestelle verlegen. So.
In Ordnung. Das wäre die. Hier drüben ist schon angeschlossen. Und weiter. Die hier ist noch nicht angeschlossen. Das bedeutet, jetzt müssen wir mal gucken, wir müssten die anschließen an die hier langführende. Das wird natürlich richtig lustig, weil die ganz, ganz viele Höhenunterschiede umfasst. Wenn ich das richtig sehe. Zum Glück sehe ich das falsch. Oh Gott. Und dann können wir von hier nach einer dorthin setzen. Sehr gut. Dann gehen wir weiter. Es geht nach hier, hier rüber. Du hast noch keinen Anschluss. Das wird natürlich nicht ganz so leicht. Wobei, ich könnte diesen hier einfach abreißen. Und damit ersetzen. Dann gucken wir, dass wir Linie. Wo war sie denn? Die war hier, ne? Ja. Da. Hier und die andere ebenfalls noch. So. Dann ist die angeschlossen. Dann geht es hoch hier rüber nach Neverwinter. Du bist noch nicht. Du hast nicht mal Strom. Das ist natürlich nicht so gut. Strom ist schon ein bisschen elementar. Wobei ich immer nicht weiß, ob die Haltestellen noch funktionieren ohne Strom. Das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. So. Dann können wir aber hier jetzt noch diesen Anschluss wieder setzen. Na, komm her. So. Und so. Weil dann können die Leute gleich von der Monorail. Also die Vorstellung, dass er das vielleicht auch da meinen Gedanken wieder folgen kann, weil ich habe ja gerade viel einfach nur weil ich nachdenken musste und das organisieren musste in meinem Kopf auch. Also der Plan ist, die Monorail verbindet ja die einzelnen Stadtteile. Das habt ihr ja gesehen. Es ist ja meistens wirklich einfach nur von Stadtteil zu Stadtteil. Die Leute können dann also mit der Monorail von einem Stadtteil zum anderen fahren und können direkt von dort in die jeweilige Stadtteils-U-Bahn einsteigen. So ist der Plan. So ist der Plan. Und ich hoffe, dass mein Plan funktioniert. In Neverwinter müssten wir vielleicht auch noch eine Bushaltestelle oder sowas einbauen. Und hier müssen wir jetzt noch den Anschluss bauen. Eigentlich könnte ich die ein oder abreißen, das will ich nicht. So. Ich will sie nicht abreißen. Dann haben wir halt hier an der Stelle mehr. Ich glaube, das schadet auch einfach nicht. So, dann haben wir das. Die ist angeschlossen. Dann geht es von hier weiter hoch an das. Das hat noch gar keinen Anschluss. Hier könnte man die abreißen eigentlich. Weil das ist ja nun wirklich kein... Also, das ist ja genau die gleiche Haltestelle. Das ist ja nur die andere Straßenseite. Dann können wir hier entsprechend auch wieder Gewerbe machen. Aber ist das nicht hier auch einfach nur die andere Straßenseite? Ah, das ist schon ein bisschen woanders. Okay. Dann haben wir... Kaninchen, Großkaninchen, dann geht es hier hoch an die, die ist angeschlossen, dann geht es runter an die Community-Herzen, die sind angeschlossen und dann geht es runter zum Zwergkaninchen-Minenbereich, der ist angeschlossen, sehr gut. Das ist alles angeschlossen und jetzt bin ich mal echt gespannt, inwieweit die verwendet wird. Wir gucken uns das gleich mal an, ob dort Leute sich hinstellen und diese auch nutzen wollen. Diese Verbindung von Stadtteil zu Stadtteil. Das gucken wir mal. Und es kommt ja noch eine zweite Linie in den Außenbereich, die ein bisschen davon abhängt, wie stark die hier jetzt frequentiert wird. Momentan haben wir 15 Fahrzeuge, die losfahren. Die ersten stehen schon da. An welcher Stelle ist das? Oh, interessant. Beim Löwenzahn wollen die Leute also weg. Okay. Dann, wie geht's weiter? Die werden... Sammeln sich gerade überall Leute. Das muss natürlich jetzt erstmal bekannt werden. Das muss jetzt mal
muss eröffnet werden. Die Strecke müssen Promis eingeladen werden, die dann das goldene Band durchschneiden, auf das die Leute damit fahren können. Dann wird eine Tour gemacht mit dem Bürgermeister und der Presse, die alleine in diesem Zug dann oder in einem der Züge fahren und zeigen, wie toll das doch eigentlich ist, mit dieser 25 Kilometer langen Monorail zu fahren, die durch die ganze Stadt fährt. Man kann damit auch schön von oben die Stadt beobachten und die verschiedenen interessanten Stadtgebiete besuchen, tourismusmäßig. Also die eine ist auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall benutzt. Bei den anderen sehe ich noch nicht so den großen Andrang. Aber es kommt vielleicht auch noch. Wie gesagt, das muss ja jetzt erstmal bekannt werden. Und wenn es nur ein bisschen entlastet, ist das auch gut. Es muss ja nicht jetzt supermäßig überlastet werden. Das ist ja vielleicht sogar nicht so schlecht, wenn es nicht überlastet ist. Aber es soll ja noch zusätzlich zu den bisherigen Verkehrssystemen entsprechend einen Anreiz bieten, auf das eigene Auto zu verzichten. Auch wenn das dazu führen könnte, dass die U-Bahnen damit vielleicht noch mehr verwendet werden. Naja. Ah, das geht schon. Das geht schon. Naja, das gucken wir mal an, wie sich das jetzt verhält in der nächsten Zeit. Und beim nächsten Mal werden wir den äußeren Ring, den äußeren U-Bahn-Ring, S-Bahn-Ring, nein, Monorail-Ring aufbauen. Der dann außen lang führt und... Habe ich hier eine Monorail hingebaut? Interessant. Habe ich hier drei Monorails? Brauche ich da eine Monorail? Naja. Scheinbar. Und dann auch nach Trent führt, weil Trent hat jetzt natürlich auch noch keinen Anschluss. Und das da auch noch nicht. Das wird eine bescheidene Strecke, die ich da bauen muss. Das sehe ich jetzt schon. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und dann müssen wir immer wieder gucken hier. Rothy Valley wird immer beliebter. Die Straßen sind... Die ist ordentlich belegt hier. Hier ist richtig Stau. Warum ist hier so viel Stau? Haben sich hier Ampeln ergeben? Oh ja, hier haben sich Ampeln ergeben. Na klar, logisch. Ich habe neue Straßen gezogen. Natürlich ergeben sich dann neue Ampeln. Eieieiei. Seid ihr alles... Ja, ihr seid alles Lieferwagen. Lieferwagen ist immer richtig ungut. Weil ich für Lieferwagen eigentlich nur Züge noch als Alternative hätte. Güterzüge. Eieieiei. Ich könnte auch versuchen, hier vielleicht nochmal eine Strecke lang zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das nochmal entlastet. Wenn ich von hier nach dort auch nochmal eine Anbindung baue. Naja, werden wir sehen. Wir haben auf jeden Fall noch die Möglichkeit hier, dieses Gebiet komplett zu besiedeln. Wenn Vitat auch noch gar nicht groß hier... Leute. Und ich würde sagen, hier können wir eigentlich auch mal Arbeitskräfte direkt vor Ort ansiedeln. Dadurch, dass die Leute ja hier keine Umweltverschmutzung fürchten müssen, die Industrie ist ja sehr grün. Auch wenn es irgendwie produzierendes Gewerbe ist, aber so. Ich gehe mal ein bisschen Gewerbe hin. Hier kommt wieder Wohngebiet hin. Schön gemischt. Um die Fahrtwege möglichst kurz zu halten. Dann haben wir hier nämlich auch bald den Neverwinter Park angeschlossen. Bei dem ja auch schon ein bisschen Tourismus... Oh ja, doch, da sind schon... Wir sind schon 88 Besucher diese Woche da gewesen. Schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War gar nicht so viel Rage, wie ich befürchtet hatte. Und beim nächsten Mal wird es genauso gut laufen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!